Hier ist noch Deutschland, hier ist noch Deutschland. Bruder, wie darfst du Deutschland? Doch, darfst du. Nein. Darf ich Ausstellung? Das Ausstellung ist besser. Ja, ja, wenn. Kann man einmal ausstellen. Siehst du? Muss ich einmal aussteigen? Und bei den Hinten noch? Nee, aber in meine Portasche. Als Unterstützung. Ja. Komm, Jung! Hast du ein Mikrofon? Wo ist dein Mikrofon? Maschallah. Ist dran? So. Okay. Hörst du Ton, ja? Salam alaikum, liebe Geschwister. Jetzt komm mal hier so. Salam alaikum, liebe Geschwister im Islam. Wie ihr seht, wir stehen hier an der Schweizer Grenze. Man hat mich nicht reingelassen. Nochmal von vorne. Warum? Quatsch. Man hat mich nicht reingelassen. Aber hier sind die ganzen Brüder aus der Schweiz. Und morgen wird es rappelvoll auf dem Platz. Und vielleicht bin ich körperlich nicht da, vielleicht. Vielleicht doch. Aber kommt morgen zu der Kundgebung, denn dann werdet ihr eine schöne Überraschung erleben. Inshallah. Und wir werden wieder zu Frieden aufrufen, wie immer, zur Völkerverständigung. Und wir werden dieser komischen Migrations-, wie heißen sie da? Behörde. Behörde. Den werden wir mal mächtig den Marsch blasen, dass sie sich was schämen sollen. Und wir erwarten von diesen Leuten, die mich hier diffamieren, eine öffentliche Entschuldigung. Und wenn sie ein Rückgrat haben, dann werden sie das auch machen müssen. Naja, ist egal, kein Problem. Wie gesagt, Leute, wir sind hier und wir werden weitermachen. Und ich habe eine Einreisesperre bis zum 1. Januar. Vielleicht machen wir dann am 2. Januar eine Kundgebung wieder in Bern. Das machen wir dann immer wieder. Heute war ein großer Polizeiansatz wegen mir. Ist doch kein Problem, das kostet den Staat wieder mal tausende Franken, oder? Ist doch was Gutes. Weil Ungerechtigkeit lassen mir nicht gefallen. Und Brüder und Schwestern, ihr müsst euch eins merken. Dieses ganze Gequatsche, was wir momentan hören. Islamverbände haben sich distanziert. Natürlich haben die sich distanziert, weil das Sesselfuchzer sind, auf gut Deutsch. Ja? Die sitzen dort und sagen, wir sind die Guten, das ist der Böse. Sie können aber kein konkretes Beispiel bringen, wo wir einen Fehler gemacht haben. Sondern sie können nur reden, damit sie selber positiv dastehen. Das sind die Bösen, wir sind die Guten. Nein, das sind die Bösen aus einem Grund, weil sie schweigen. Und Ungerechtigkeit darf man nicht verschweigen. Es kann nicht sein, dass in der Schweiz eine Plakataktion entsteht, die Hass, Ängste von Muslimen schürt und wir Muslime schweigen. In den Medien und insbesondere in Hetz-Internet-Seiten wird gegen Muslime gehetzt. Wenn wir nicht aufstehen, etwas dagegen tun, werden die Menschen gegen den Islam aufgehetzt. Aber wenn wir in der Moschee sitzen und schweigen oder Diplomatie betreiben wollen, dann wird das die breite Masse der Schweizer oder der deutschen Bevölkerung nicht mitbekommen. Deswegen müssen wir auf die Straße gehen, diesen Menschen sagen, das, was ihr gehört habt zu den Schweizern, das, was ihr bei uns gehört habt, das ist falsch. Und zur selben Zeit müssen wir die Muslime dazu aufrufen, auf die Menschen zuzugehen, damit wir zusammenkommen, damit wir mit den Menschen reden können. Deswegen, wir sind nicht hingekommen, um ein Feuer zu entzünden, wir sind gekommen, um ein Feuer zu löschen, das andere Menschen schon angezündet haben. Wenn die Schweizer Behörden, diese komische Migrationsbehörde, oder wie sie heißen, uns verbietet, zum Frieden aufzurufen, dann muss man sich fragen, was diese Leute bezwecken wollen. Entweder sie sind zu dumm, um zu recherchieren, dann hätten sie gewusst, dass wir in Deutschland diesbezüglich einen sehr guten Ruf haben, nämlich, dass unsere Kundgebung immer friedlich sind, dass es dort keine Hetze gibt. Ja, das hätten sie dann rausfinden müssen. Und sie können auch bisher kein konkretes Beispiel bringen. Dazu sind sie unfähig. Sie können nur ein Beispiel bringen, wo ich meine Stimme erhebe und zur selben Zeit danach sage, wir rufen nicht zur Gewalt auf. Das ist das beste Beispiel, was Sie von 1000 Videos im Internet bringen können. Ich fordere nochmal heraus, bringt mir ein Beispiel, wo ich hetze, explizit, und ich werde es rausnehmen aus der Internetseite und ich werde sogar eine öffentliche Entschuldigung dafür machen, weil ich Rückgrat habe im Gegensatz zu diesen Leuten. Das ist meine Botschaft von heute und ich sage allen Brüdern und Schwestern, kommt am Samstag nach Bern. Wie viel Uhr? 14 Uhr? 14 Uhr. Und ich bin inshallah mit euch dabei. Salam alaikum. Das ist jetzt für den Einspruch, den wir einlegen, gegen diese Willkürentscheidung. 55 Franken, ne? Ja, ich brauche da noch kurz das Dokument von Kay. Die ist am Laufen, ne? Damit das Abitur aufgedruckt wird. Ja. Moment. Ja, vielleicht kannst du ihn noch.
Ja, Leute, so ist das. Willkürentscheidung. Aber wir kommen wieder. Inshallah. Ach so, dauert noch. Jetzt kommt noch der Wichtigste, der Tageswechsel, oder? Echt? Puh, wie lange dauert das denn noch ungefähr? Nicht so lange. 10 Minuten, oder? Ciao.